welche Gefühle du dabei hattest, welche Emotionen du dabei hattest, welche Vorstellungen du von dieser Pilgerreise hattest, was hat sich so erfüllt bei dir, was, also bist du glücklich mit dieser Reise, würdest du diese Reise jetzt weiterempfehlen als Balchok GmbH, also kurz vielleicht deine Emotionen bitte. Ja, es ist eigentlich für mich, über die Reise zu sprechen, ist nicht selbstverständlich und nicht so einfach. Ich habe auf diesen Augenblick 30 Jahre lang gewartet. Und ich habe nie für möglich gehalten, dass ich es doch irgendwann schaffe, in eben die heiligen Plätze der Muslime als gläubiger Muslim zu besuchen und das Vergnügen zu haben, all das zu erleben, wovon ich einmal gehört habe. Ich bin ab Frankfurt mit Balchok geflogen, aber ich würde gerne schon vorher etwas über meine Erfahrung mit Balchok sagen. Es ist immer eine große Freude für mich gewesen, wenn ich angerufen habe bei Balchok, um irgendetwas zu wissen, wie schnell ich eine Antwort bekommen habe, wie zuverlässig das war. Etwas, was ich von orientalischen Institutionen nicht gewohnt bin. Das ist für mich sehr ermutigend eben auch anderen Muslime, die ich in Deutschland und außerhalb kenne, die an Hajj beabsichtigen, sehr zu empfehlen, mit Balchok das zu tun. Mein Aufenthalt in der Flug von Istanbul nach Jeddah wurde leider aus einigen Gründen konnte nicht stattfinden, aber wir sind sehr dankbar für Gott, dass wir noch leben. Es ist ein großes Geschenk Gottes und möglicherweise das ist ein Geschenk, den wir für unsere Hajj und für die Anstrengungen, die wir durchmachen, bekommen haben. Ich bin sehr froh. Ich glaube, bin sehr froh, reicht tatsächlich nicht aus, um das auszudrücken, was ich empfinde. Dann kamen wir nach Jeddah. Es war sehr anstrengend mit den Formalitäten, aber Balchok verfügt über einen Stab von Mitarbeitern, die meine große Respekt und Zuneigung verdienen. Sie haben uns gezeigt, wie Arbeit dieser Qualität gemacht werden kann. Sie standen uns die ganze Zeit zur Verfügung. Wir haben sie manchmal mit unseren übertriebenen Erwartungen überstrapaziert. Aber ich hatte keinen Augenblick das Gefühl gehabt, dass einer von denen abfällig oder ungeduldig war. Es ist sehr schön, solche Muslime zu begegnen, die eben langsam begreifen, dass das Leben ganz anders aussehen muss, wenn wir unseren Platz auf dieser Welt behaupten wollen. Dann Mekka war sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, man kann auf der Infrastruktur eine ganze, ganze Menge machen, aber das ist nicht die Angelegenheit von Balchok. Er leistet einen Beitrag, indem er solche Plätze aufsucht, wo eben von seinen Teilnehmern Geld investiert wird, Interesse gezeigt wird. Die Reise von Mekka nach Medina war mindestens so anstrengend. Ich bedauere diese überflüssige und übertriebene Formalitäten. Nun aber, das ist Sache der saudi-arabischen Regierung oder Staat. Und ich hoffe, dass sie sich tatsächlich überlegen und begreifen, was das für uns bedeutet, Tausende von Kilometern hierher zu kommen, um unser Hajj zu erfüllen und dann mit solchen tatsächlich unbedeutenden, beinahe lächerlichen Dingen konfrontiert zu werden, stundenlang warten, bis man, ich verstehe es überhaupt nicht, warum so viele Kontrollpunkte in einem Land zwischen zwei Städten, die mich an andere Länder erinnert, die ich jetzt nicht erwähnen will. Alles in allem kann ich sagen, ich freue mich, mit Balchok das gemacht zu haben. Ich habe lange gesucht. Das ist nicht so, dass ich zufällig. Ich habe lange gesucht. Verglichen mit den anderen Gesellschaften, die ich entdeckt habe, finde ich, Balchok ist führend. Ich hoffe, dass Balchok eben dieser Standard und dieser Niveau aufrecht erhalten kann und sich nicht durch billige Angebote von anderen Reisegesellschaften beeinflussen lässt. Dieser Standard kann erhöht werden und es gibt sehr viele Leute, die gerne 500 Euro mehr bezahlen,
um eben das bekommen zu können, was wir hier bekommen haben. Ich wünsche Balczuk und seinen Mitarbeitern viel Erfolg, viel Glück und Gottes Segen für euch allen, Gesundheit und inshallah, ich werde es Balczuk jedem empfehlen, den ich begegne und von dem ich weiß, beabsichtigt, eine Reise nach Mekka und Medina zu machen. Bismillahirrahmanirrahim. Schwester, kannst du dich kurz vorstellen, bitte? Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Ich bin Azemina Hodžić, ich komme aus Ulm. Geboren bin ich in Slowenien und meine Eltern sind aus Bosnien-Herzegowina. In Ulm lebe ich seit 10 Jahren und das ist mein zweites Hajj. Also mein erster Hajj war Hochzeitreise. Das muss ich mir bedanken, mein Mann. Alhamdulillah. Und der zweite Hajj war wirklich so irgendwie innerliche Bedürfnis. Und ich habe 2 Träume gehabt über Mekka und Medina und habe gesagt, okay, ich denke, dass Allah ruft mich, dass ich soll nach Hajj kommen. Und von daher habe ich mich entschieden, dieses Jahr Hajj zu machen. Von Arafah, da freue ich mich. Ich habe irgendwie innerliche Unruhe, so wie ein Tremor, also wie Tremor, wie von einem Examen. Ja. Und eigentlich, ich denke, also Arafah ist auch ein Examen für uns. Und ich hoffe, dass Hajj wird mich komplett, also mich als Person ändern. Also Hajj soll eine Person ändern, seelisch. Jetzt nicht, das würde ich irgendwie so hübscher oder irgendwas anderes, sondern seelisch. Mein Herz also wird sauber sein, meine Meinung und sowas, das würde mich also wirklich ändern, also positiv ändern. Also in islamische also Richtung und auch allgemein. Von daher, das würde ich ruhig sein, da benutze ich also schöne Worte, da auch mit meinem Ahlak, das kann ich auch andere zuziehen, dass die machen mit. Mashallah, also Stichwort Ahlak. Ahlak ist ja, also die guten Charaktereigenschaften, die sind ja, die sollen ja den Menschen, den Muslim bestimmen, also formieren. Und das sagst du jetzt, Schwester, dass Arafat dich inshallah auch ändert als Mensch, der Gefühle hat und eben diese Charaktereigenschaften aufbaut und dann immer zum besseren Menschen wird. Also natürlich, jeder Mensch weiß, was hat, kann man sagen, schwere Punkte oder Nachteile bei sich selber. Und natürlich, das muss man diese, also Arafah, also diese Zeit, also die Gebet, also das ist einfach ein Platz von Gebet, wo Allah inshallah wird unsere Gebet also übernehmen. Da soll man das ausnutzen und unsere negative Sachen also ändern und verbessern. Und von daher einfach nicht an sich selber denken. Wir denken auch an andere, die sagen, also machen sie Dua für uns und so. Aber ich denke immer so, erst an sich selbst anfangen und dann weiter. Bei mir muss man sich das selber ändern und dann kann man wirklich am anderen auch viel, viel helfen. Mashallah, also vielen, vielen Dank, Schwester. Das waren ja auch sehr klare Worte und klare Definitionen und also auch Erwartungen von Arafat. Inshallah ändern wir uns als Muslime und Muslime zum Positiven hin. Und das ist unsere allgemeine Erwartung von Arafat, inshallah. Jazakallah khair. Wa iyyake. Bismillahirrahmanirrahim. Hacı Yılmaz abi, sizi selamlıyorum. Sizi tebrik ediyorum. İstanbul'da ihramlarımızı giyindik. Evet. Düsseldorf Havalanı'ndan İstanbul'a geldik. Orada ihramlarımıza büründük. Daha sonra oradan Cidde'ye gelip Cidde'den de Mekke'ye ulaştık. Elhamdülillah sağ selim. Ne tür düşünceleriniz, beklentileriniz daha doğrusu vardı? Bunların kaçta kaçı gerçekleşti sorusu belki abes olur ama ne düşündünüz, ne hayal ettiniz, ne buldunuz? Bunu biraz daha teferruatla alabilir miyiz lütfen? Vallahi şimdi buraya geldim. Tabii farz olduğu için geldik bir. İkincisi çok zaten eskiden belli istiyordum. Hayalimizde. Geldik. İnsan böyle o anı yaşamak istiyor. Bizden önceki gelenler anlatıyor. Anlatılmaz o yaşanır diyor. Biz de onu yaşadık. Gördük. Çok duygulandık. Çok güzel bir yani bu anlatılmaz yaşanır hakikaten. O Kabe'yi hele ilk gördüğümüzde o ilk böyle hayal gibi oluyor. Çok güzel bir duygu yani. Başka bir şey yani inşallah bundan sonra da kendimizi daha iyi düzeltiriz. Daha iyi Allah-u Teala hacımızı kabul eder inşallah. Biz de inşallah bunu en güzel bir şekilde yapabiliriz. İnşallah. Bak Balçok şirketiyle geldik buraya. Balçok'un hacısı olarak. Yani elimizden gelen en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Siz hizmetlerimizden memnun musunuz? Ne tür beklentileriniz vardı?
şimdiye kadar olan hizmetlerimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben memnunum. Otelden de çok memnunum. Balçok elemanlarından da çok memnunum. Elhamdülillah yani bu kadar kalabalık insana ancak bu kadar hizmet verilebilir. Yani ben çok memnunum yani. Otelin temizliğinden de düzenli. Daha iyisi bu kalabalığa ancak bu el olur diyorum yani. Bismillahirrahmanirrahim. Lieber Bruder Süleyman Dragic, der bosnische Hajj. Ich möchte gerne wissen, was du heute nach deiner kleinen Pilgerfahrt, wir haben ja heute die Umra vervollständigt, was du dabei empfunden hast, wie du Kaaba aufgenommen hast, wie du dabei dich gefühlt hast, welche Emotionen du hattest und, und. Ich möchte einfach mal wissen, welche Emotionen du hattest. Im Vorweg, wir kommen alle aus Deutschland und zwar aus dem Stadt, Zentralstadt Frankfurt. Ja. Wir sind sehr gut hier angekommen. Wir haben hier einen sehr guten Eindruck genommen von dem Stadt, besonders von Mekka. Natürlich erstes Mal, ich bin persönlich zweites Mal hier. Und wir sind alle begeistert, besonders die Leute, die erstes Mal hier sind, dieses Tawaf um den Beitullah und Safa und Merwa. Das ist einmalig im Leben und man hat diese Gefühle, die man wirklich nicht erzählen kann, sondern diese Gefühle muss man wirklich persönlich erleben, weil diese Gefühle sind nicht vermittelbar. Wir haben die Umra vollständig und jetzt sehnsüchtig erwarten wir, dass wir zum Arafat hinfahren. Assalamu alaikum, mein Name ist Admir Cikaric, komme aus Frankfurt, bin mit meiner Frau hier, bin erstmal beim Hajj. Gefühle, wir fahren jetzt gleich zum Arafat. Über Gefühle ist schwierig zu sprechen, wenn man erstmal da ist. Man erwartet von Allah, dass alle Sünde vergeben wird. Man soll sich an den letzten Tag daran erinnern, dass wir alle gleich vor Allah sind, dass es keine Doktoren gibt, dass keine Präsidenten, dass wir alle gleich vor Allah sind. Ich merke gerade, dass du dabei jetzt, wo du deine Gefühle auch zum Ausdruck bringst, doch sehr aufgeregt bist, ja? Was ist der Hintergrund dabei? Das war mein Wunsch, erstmal Befehl, dann Wunsch, dass ich hierher komme. Ich habe meine zwei kleine Kinder zu Hause gelassen, alles wegen Allah. Und deswegen ist mir ein bisschen schwierig, über Gefühle zu reden. Dann kommen gleich meine Emotionen hoch. Und ich hoffe, dass uns Allah alle vergibt. Also da bin ich mir sicher, Allah wird uns natürlich seinen seelischen Beistand geben. Und wir wollen ja uns natürlich auch dahin bewegen. Wir wollen ja sozusagen den Wohlgefallen Allahs verdienen. Und da bin ich mir sicher, dass Allah uns dabei helfen wird, inshallah. Beten wir Allah an, dass er uns diesen Weg dorthin erleichtert, uns bei unseren Gottesdiensten und Bittgebeten akzeptiert, inshallah. Jazakallah khair, Bruder. Assalamu alaikum.